Ich bin Elfi Mikes und habe einen Spielfilm gemacht, der Titel ist Fieber. Und Fieber erzählt eine Geschichte einer Familie in der Nachkriegszeit 1952. Franzi lebt in einem ländlichen Umfeld mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder und beschäftigt sich mit den Fotografien des Vaters, der Fremdenlegionär war, 10 Jahre in Nordafrika und in Syrien. Und diese Bilder bringen ihr die Welt in ihr kleines Haus, wo sie lebt mit den Eltern. Und es ist sehr bedrohlich, weil sie kann die Bilder zum Teil nicht erklären und die Eltern sind zum Teil unfähig, etwas zu erzählen, was über das Einfache hinausgeht. Also sie erzählen viel zu wenig über den Krieg. Und dieser Film handelt von Franziska, die dieses Kind Franzi ist. Und Franziska begibt sich auf eine Reise nach Novi Sad, weil Novi Sad eine Station des Vaters war nach dem Ersten Weltkrieg. Und sie versucht, dieser Spur zu folgen, nicht nur der Spur der Bilder, sondern auch der Spur des Vaters. Und das erzählt Fieber. Und Fieber ist immer als Begriff ja ein Erhitzungszustand. Und ich denke, deshalb habe ich diesen Titel gewählt, weil Krieg für mich eine Überhitzung ist, eine Verrohung. Und ich wollte es in einem Begriff bündeln. Und ich hoffe sehr, Sie besuchen den Film und können in der Geschichte etwas erkennen, was auch Sie betrifft. Sehe ich diese Bilder, denke ich an meine Kindheit. Ich habe mich mit ihnen zugedeckt und mir eingebildet, dass mich keiner mehr sehen kann. Aber ich dafür die Welt. Es sind Bilder von Geschichten, die mir nicht gehören. Es sind Fotos meines Vaters. Er hat sie aus Marokko, Algerien und Syrien mitgebracht. Mein Vater war Fremdenlegionär. Ein Bild kann eine Manipulation sein, ja. Und hat einen unglaublichen Einfluss über die Medien, weil wir diese Bilder jeden Tag wahrnehmen und wir glauben, es ist die Wirklichkeit. Es ist ein Teil der Wirklichkeit bestimmt, aber es hat einen Spielraum. Sie haben einen Spielraum und das ist die Interpretation. Und wie interpretieren wir Bilder? Ja, abgesehen von der Interpretation würde ich sagen, dass Bilder auch eine Geschichte konstruieren. Sicher. Also ganz stark sogar. Ja. Und das passiert ja auch in dem Film. Das ist ja auch so, dass die Geschichte anhand von Bildern konstruiert wird. Also ich meine, es wird nirgendwo richtig manifest, aber dass der Vater eben auch sehr stark über seine Bilder und seine Geschichten erinnert und man nie genau weiß, ob die Geschichte jetzt so passiert ist oder ob sie ein narratives Konstrukt geworden ist aus dem, was er sich da selbst zusammen erzählt. Ja, er stützt sich auf die Bilder. Das ist das, was geblieben ist. Und das Kind, nämlich die 11-jährige Tochter, die erlebt diese Bilder dann als Realität. Das heißt, sie imaginiert, was passiert hinter den Bildern, sie macht sich die Geschichten daraus, die sich dann zusammensetzen aus fragmentarischen Erzählungen oder anderen Büchern, wo sie Geschichten liest und sie baut sich ihr eigenes Lebenscomic aus diesen Fotos, die der Vater gemacht hat in Nordafrika oder in Syrien. Mhm. Und das sind ja bis auf wenige Ausnahmen, die sehr grausam sind und auch sehr, sehr, sehr heftig. Ja. Es ist ja keine spektakuläre Fotografie, es sind Schnappschüsse vom Alltag und trotzdem geben sie so viel Information, dass sich die Fantasie des Kindes entzündet und sie sogar reingezogen wird in diese Kriegsgeschichte, die sie dann auch sehr belastet. Mhm. Ja, genau. Also es ist ja nicht nur so, dass es was entzündet in ihr, sondern dass es wirklich auch eine gewisse Verantwortung oder eine gewisse Last mit sich bringt. Also es gibt ja auch diesen Shot am Anfang des Films, bei dem sie unter den ganzen Bildern liegt, wo sie praktisch von den Bildern begraben wird. Ja, sie sagt, ich habe mich mit den Bildern bedeckt und ich dachte, mich sieht keiner, aber ich dafür die Welt. Mhm. Und ich glaube, diese Aussage steht dann für diesen ganzen Kosmos der Bilderwelt. Was machen die Bilder mit uns?
Oder später, wenn Franziska dann auf ihrer Reise ist, dann sagt sie, ich denke, die Bilder verfolgen mich. Ich dachte, ich komme hinter ihre Geschichten, aber sie verfolgen mich und sie belasten mich und was machen sie? Und es sind Geschichten, die mir nicht gehören. Das ist ein ganz wesentlicher Satz. Also woher nehmen wir die Bilder? Was passiert, wenn wir so einfach alles fotografieren? Mhm. Und früher gab es eine gewisse Scheu, am Anfang der Fotografie besonders, dass die Menschen sich nicht fotografieren lassen wollten. Mhm. Und in Afrika oder überhaupt in diesen Ländern, wo die Fotografie noch... Also die ist natürlich genauso populär jetzt, weil viele dort auch Handy und so weiter haben, also die modernen Mittel. Aber es gibt immer noch Regionen, wo eine Scheu ist, sich überhaupt fotografieren zu lassen. Und die Frage, wann fotografiere ich, die stellt sich natürlich. Mhm. Und das ist für mich eine sehr wichtige Frage. Wann fotografiere ich, warum? Es gibt einen Moment in dem Film Fieber, wo die Franziska vor einer Kirche steht mit einer Kirchenfront, mhm, und oben ist ein Heiliger und, mhm, sie will das reflexartig fast, ja, fotografieren, weil sie ist eine Fotografin und das ist ein interessantes Motiv und in dem Moment hält sie inne und fotografiert nicht. Und was passiert da in ihr, was erkennt sie in dieser Figur, die da oben steht, ist eine Steinfigur und sie hat kein Gesicht. Mhm. Also da passiert ja in ihr etwas, ein Vorgang vom Fühlen und vom Denken. Und sie lässt den Fotoapparat zu. Also sie entschließt sich nicht, diese gesichtslose Steinfigur zu fotografieren. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Moment, wo wir uns fragen, muss ich jetzt fotografieren? Warum tue ich das überhaupt? Was ist denn das? Mhm. Und es macht Spaß, natürlich. Es ist ja eine sehr lustvolle Tätigkeit, sich da ständig so zu machen, nicht? Und die Reflexe, die Menschen haben, wenn sie fotografiert werden, also so zu machen oder irgendwelche lustige Sachen, das ist ja amüsant und das gehört bei uns jetzt zum Leben schon. Und dann posten wir das alles, ja, dass die ganze Welt unsere Bilder sieht. Aber für mich sind das meistens Pseudofotos. Pseudofotos? Ja, also es ist nicht die Fotografie, die ihren klassischen Ursprung hat oder ihre Geschichte, sondern es sind diese mechanischen Klicks, die ich mache, um einfach zu sagen, jetzt mache ich dieses Bild oder dieses Pseudofoto und dann poste ich das und dann geht es in die Welt in einem unglaublichen Strom der Bilder. Mhm. Und das war's. Und irgendwann vergesse ich es wieder und habe eine schöne Erinnerung. Klar, wir haben früher ja auch die Fotoalben gehabt, tauchen ja jetzt wieder auf. Nicht? Und das macht man jetzt alles selbst. Das ist nicht mehr den Fotografen und Fotografinnen überlassen, sondern jeder ist sein eigener Fotograf. Mhm. Aber werden die Bilder dadurch auch belangloser, dadurch, dass es so viele gibt und alles festgehalten wird? Was heißt belanglos? Wir wissen ja nicht, wie die einzelnen Leute mit ihren eigenen Bildern umgehen. Und wenn es die Erinnerung ist, und ich glaube, es ist ein bisschen auch die Angst vor oder der Verlust der Erinnerung oder, mhm, dass wir Angst haben, ja, wir verschwinden auch. Und was bleibt? So ein kleines Bild. Und das erzählt dann die Geschichte von mir in diesem Moment, wo ich mich da fotografieren habe lassen. Und ich glaube, das ist diese grundlegende Sehnsucht, die wir haben, dass etwas von uns sich erhält. Oder dass ich nach 30 oder 50 Jahren da drauf schauen kann und sagen, ach, das war ich, so habe ich ausgesehen. Ich war doch schön, nicht? Oder meine Kinder, wunderbar. Oder wenn Menschen sterben und dann gibt es diese Fotografie. Es hat ja eine sehr, sehr schöne, für uns erfüllende Freude, ne? diese Bilder anzuschauen. Es bildet ja auch etwas ab, ja, vom Leben. Ja, und abgesehen von dieser Erinnerungsfunktion hatte ich in dem Film aber auch ganz oft das Gefühl, dass die Fotografie dazu dient, sich die Welt anzueignen, die Welt auch irgendwie zu strukturieren und damit umgehen zu können. Also ich hatte immer den Eindruck, wenn die Leute in dem Film Fotos machen, Fotos anschauen oder auch durch Kameras schauen, die Welt begreifbarer wird, fassbarer wird, weil sie eben vermittelt wird durch die Kamera. Es gibt etwas sehr Schönes bei der Fotografie, dass im Gegensatz, also nie im Gegensatz, sondern es ist ein anderes Medium, der Film. Nicht? Aber eine Fotografie kann ich anschauen, eine Minute, drei Sekunden oder zwei Stunden. Mhm. Und es ist meine Entscheidung, auf dieses Bild zu schauen und zu schauen, aha, was sehe ich? Und wie erinnere ich mich, wie interpretiere ich dieses Bild oder was ist darauf zu sehen?
Und das ist eine sehr lebendige Unterstützung für uns. Das ist genau dasselbe, dass wir schreiben können. Die Schrift und die Sprache, die sich dann über die Schrift vermittelt, das hat ja unsere ganze Gesellschaft verändert. Das war eine Revolution. Und jetzt haben wir diese Möglichkeit der Bilder und über diese Schnelligkeit, die alles passiert, ist eine Veränderung findet statt. In dem Zusammenhang, wir sammeln unglaublich viele Dokumente. Wir sammeln unser Leben, es ist fast ein Abziehbild unseres Lebens, was aneinander gereiht wird. Und das hoffen wir, dass es sich erhält. Also durch das, dass wir ja Angst haben, auch zu sterben oder eben sterblich sind, ist die Fotografie etwas, wo wir die Illusion bekommen, es bleibt etwas. Und gleichzeitig leben dann ja in der Fotografie die Toten weiter. Ja, sicher. Das ist ja das Interessante. Es ist eine unglaubliche Konfrontation mit Tod und mit Leben, aber vor allem mit dem Tod, weil wir sehen schon eine Stunde oder drei Sekunden später, das war. Es ist ja nur in dem Moment, wo wir fotografieren, jetzt. Und dann ist es Vergangenheit. Und das ist in der Fotografie ein unglaubliches Geheimnis auch, mit dem wir uns eigentlich relativ wenig befassen, außer Spezialisten, die sich halt mit, oder Spezialistinnen, Fotografen, die sich oder auch in der Literatur mit der Fotografie beschäftigen. Also zum Beispiel Wilhelm Flusser, der uns sehr viel über die Philosophie der Fotografie erzählt hat. Aber dadurch werden Bilder doch auch zu ständigen Erinnerungsobjekten an die Vergänglichkeit der Zeit. Also Fotos werden dadurch doch eigentlich zu was unglaublich Bedrohlichem auch, oder? Weil man doch immer wieder daran erinnert wird dann, dass alles vergeht und dass man selbst auch sterben muss. Ja, warum ist das so bedrohlich? Das würde ich mal fragen. Weil diese Lust an der Fotografie und dass ich ständig meinem eigenen Tod ins Gesicht sehe, und wenn ich das so oft mache und jeden Tag und ständig, ja, es ist ja nicht bewusst unbedingt, aber es besteht die Möglichkeit, dass ich mich damit befasse. Also die Fotografie ist für mich ein Vanitas-Objekt, immer. Dass wir uns befassen mit der Eitelkeit, mit der Oberfläche und sagen, ach, wie schön ist doch das Leben und damals und war das doch wunderbar. Aber die Fotografie zeigt ja auch den Schrecken. Und wenn wir die Kriegsfotografie nehmen oder die ganzen Dokumente, die unsere Geschichte aufblättert, dann sehen wir etwas, was so grauenhaft ist und so entsetzlich, dass wir sagen, ja, es ist sehr gut, sich damit zu befassen. Weil jetzt können wir nicht mehr sagen, das ist nicht passiert. Aber bei der Oberflächlichkeit der Bilder habe ich mich in dem Film teilweise auch gefragt, ob die überhaupt noch gegeben ist. Denn ich hatte gerade bei den Fotos, bei diesen Großaufnahmen von dem Fleisch, von den toten Tieren, immer das Gefühl, dass da eigentlich der Versuch unternommen wird, durch die Oberfläche durchzudringen. Denn diese Großaufnahmen, diese Close-ups von den toten Tieren, wo man wirklich nur noch das Fleisch sieht, haben ja eigentlich überhaupt keine Signifikanz mehr. Man erkennt ja überhaupt nicht, was das ist. Aber gleichzeitig weckt es schon Gefühle in einem. Man bekommt eher etwas vermittelt, was dahinter liegt, hinter dem, was die Oberfläche ist, hatte ich das Gefühl, als wirklich nur die Oberfläche sehen zu können. Es gibt ja eine wunderbare Malerei von Francis Bacon, der dieses Fleisch zelebriert hat in seiner Malerei. Und das hängt dann im Museum, in Räumen, an der Wand, diese Kunstwerke, nicht? Grandios. Und dann, wenn ich eine Fotografie habe und mir einen Schlachthof an die Wand hänge oder eine Kriegsfotografie, dann ist das schon was anderes, weil wer tut das, nicht? Und in dem Film ist es Franziska, weil sie in ihrem Beruf als Fotografin diese Bilder ständig beobachten muss, was machen sie? Wie wirken sie? Welche Proportionen haben sie? Sie wirken sehr abstrakt, weil es sind Ausschnitte, große Ausschnitte, sie sind zum Teil unscharf. Und das ist eine Auseinandersetzung mit dem Bild an sich und mit diesem Ort des Schlachthofes. Und ich weiß nicht, welche Menschen dann bereit sind, solche Fotografien sich aufzuhängen, wo ein Stück großes Fleisch, totes Tier hängt. Bei dem Kunstwerk von Francis Bacon, da funktioniert das, weil es ist deklariert als das Kunstwerk, das
sich damit auseinandersetzt. Damit kann ich mich auch auseinandersetzen. Wenn es in der Fotografie ist, ich weiß nicht, es wird eher dann die ästhetische Geschichte, die schöne Ästhetik an die Wand gehängt. Eine schöne Landschaft, ein schönes Gesicht, eine Figur. Aber so die Gräuel der Welt, die hängen wir uns ja nicht an die Wand. Aber wir können sie ja trotzdem ansehen und schauen, aha, das ist die Fotografie, auch das zeigt sie. Und das ist die Möglichkeit der Fotografie, uns bewusst werden zu lassen. Und es gibt grandiose Fotografie, die aufmerksam gemacht hat über den Vietnamkrieg. Ja, das sind ja diese Reportagen, die uns erschüttern und die uns ständig auch erinnern, das hat stattgefunden. Oder Bilder aus Hiroshima, nicht? Und also, oder auch deutsche Geschichte. Es gibt ein Universum an Fotografie und wir können auswählen, mit was wir uns befassen. Und die Franziska in dem Film Fieber, sie macht das, sie macht ein Angebot. Sie sagt, als Kind habe ich mich bedeckt mit diesen Fotografien. Es wurde zu einer zweiten Haut. Und dann verfolgen mich mein ganzes Leben diese Bilder. Und was machen die Bilder mit mir? Und wenn ich rausgehe auf der Straße und ich sehe dann, wie viele Bilder mich ansehen jetzt über die Werbung. Ich sehe nur wunderbare, großartige, super perfekte Bilder. Ja. Ich sehe keine, die Brüche haben oder unvollkommen sind. Das ist alles eine unglaublich manipulierte Oberfläche, die eine sogenannte Schönheit zeigt. Und wir passen uns an. Und das machen die Bilder mit uns. Wir wollen so sein wie die Bilder, die hergestellt werden von irgendwelchen kommerziellen Interessen. Und dann wollen wir uns diesen Bildern anverwandeln. Und deshalb leben die Bilder. Die Bilder sind mitten unter uns und sie sind lebendig und sie sind schön. Sie haben einen Witz, sie haben Humor. Sie sind eine menschliche Oberfläche und ein menschlicher Hintergrund. Gedanken von Menschen sind Bilder. Ja, was ich sehr interessant finde, ist eben gerade dieser Aspekt der Manipulation der Bilder auch. Denn das ist ja etwas, was man meistens überhaupt nicht mitdenkt, wenn man sich Bilder anschaut. Bilder haben ja immer diese Aura des Realen an sich. Aber was wir uns nicht bewusst machen, ist, dass in den Zeiten der digitalen Fotografie so gut wie jedes Bild ja noch nachbearbeitet ist, was wir irgendwo draußen sehen. Und wir nehmen es aber als Realität auf. Und das war ein Aspekt, den ich in dem Film auch recht interessant fand, bei der Reise, die Franziska macht. Der Film hat ja schon einen sehr, also der Film wirkt sehr real und zwischendurch kommen aber Elemente rein, bei denen dann sowas Magisches passiert, fand ich. Also in Anlehnung an Literatur habe ich es fast schon magischen Realismus nennen wollen. Beispielsweise in dieser Zugszene, wo dann plötzlich jemand ins Zugabteil kommt, der zwischen den Geschlechtern irgendwie steht, sich selbst als Frau bezeichnet, so ein bisschen Hokuspokus macht, so ein bisschen Magie vollführt. Und das wird unglaublich offen aufgenommen von Franziska. Sie ist dafür total offen. Und das fand ich auch sehr spannend an dieser Figur, dass sie trotz ihrer Arbeit, die ja sehr viel damit beschäftigt ist, Bilder zu machen, Realität abzubilden, dann offen ist für etwas anderes, für etwas Magisches, was eben genau das Gegenteil der Realität ist. Sie hat als Kind diese Intensität entwickeln können zu den Bildern. Weil sie war allein, sie hat ja keine Freunde, sie hat den kleinen Bruder. Und sie, in dem Film erscheint diese Franzi-Figur sehr isoliert. Es gibt keine Menschen auf der Straße, also es ist ja ein Innenraum. Und deshalb sind diese Bilder praktisch werden zu ihrer Haut. Und sie imaginiert die Geschichten daraus. Und sie setzt sich eine Welt zusammen aus Bildern und diese Imagination, die liegt uns ja allen, die liegt bereit. Und jedes Kind hat eine ganz starke bildliche Vorstellung. Und darum ist die Franzi so interessant für mich, weil sie als Kind noch in dieser magischen Welt auch der Vorstellungskraft liegt. Die ist ja nicht so rational, dass sie jetzt alles erklärt, sondern sie erlebt das physisch, was auch sehr bedrohlich sein kann, weil es sie überwältigt. Also die Bilder machen etwas wie auch einen Übergriff. Und der Konflikt liegt darin, dass wir, oder das Dilemma der Fotografie von Anfang an, dass wir es als Wirklichkeit nehmen, die Bilder. Und das stimmt auch, aber es stimmt auch gleichzeitig nicht.
Und das ist genau dieses Spektrum, was wir untersuchen können, wenn wir so toll jeden Tag unsere Bilder machen. Es ist im Grunde ein Appell der Bilder selbst. Guck an, was mache ich denn für Bilder? Was bewirken diese Bilder denn, wenn ich die jetzt rausschieße da in die, übers Internet und über Facebook und was es alles gibt, nicht? Und die schwirren dann um uns rum in diesem unglaublichen Strom. Also ich stelle mir das visuell vor, was da passiert, ne? Mit diesen unglaublichen Bildern, die sich verselbstständigen. Hm. Die bleiben ja nicht das, was sie sind, sondern sie geraten irgendwo hin und dann sieht es jemand in Australien oder in Indien. Und das verteilt sich über die ganze Welt, ein Netzwerk aus Bildern. Oder die Bilder auch ein gewisses Eigenleben einfach bekommen. Es hat ein Eigenleben und es ist unglaublich mächtig. Hm. Also deshalb ist es interessant für mich, die Frage zu stellen, wie verändert mich ein Bild? Und wenn ich sage, das ist jetzt die Wirklichkeit, das stimmt ja nur zum Teil. Es ist der Ausschnitt, der in dem Moment gemacht wurde von einem Teil der Wirklichkeit, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Nicht? Hm. Ich mache dann die Wirklichkeit daraus, weil ich sie ja interpretiere. Hm. Und das kann man wunderbar an Franzi sehen, weil sie, was macht sie? Sie macht das, was wir auch jeden Tag machen. Ne? Sie hat ein Bild, aha, und dann macht sie daraus ihre Geschichte. Ob die jetzt nur stimmt oder nicht, oder gefährlich ist oder ungefährlich. Es ist eine unglaubliche Macht, die in diesen Bildern als Potenzial liegt. Hm. Macht, die ja in gewisser Weise auch von dem Vater ausgeübt wird, der ja auch so eine gewisse Bildmacht einfach hat, dadurch, dass er eben die Bilder der Vergangenheit besitzt über den Krieg und sowas. Und ich hatte auch immer das Gefühl, eine gewisse Gefahr, dass die Bilder auch was Gefährliches an sich haben. Ich denke, Bilder haben insofern ein gefährliches Potenzial, weil sie uns manipulieren. Mhm. Weil sie sagen, ah, das ist die Wirklichkeit. Und wenn ich jetzt diese Bilder ansehe, die es gibt, also jetzt zum Beispiel Syrien, ne? Und dann erfahren, oder es gibt viele andere Beispiele, wo wir dann im Nachhinein erfahren, aha, das war ja ganz anders und ja. Dieses Bild ist manipuliert oder dieses Geschehen und ich nehme es für die Wahrheit. Und weil es ein Bild ist, es ist so glaubhaft, ich sehe darauf Menschen, ich sehe Gebäude und warum soll das nicht stimmen, was ich da sehe? Und trotzdem ist ja hinter dem Bild noch eine andere Geschichte. Und genau darum geht's. Und das ist im Grunde der Appell von Fieber, zu sagen, ja, guck mal genau hin, was da mit mir passiert, wenn ich jetzt so bildergläubig bin. Und es gibt ja die furchtbare andere Geschichte, dass wir Bilder stürmen auch. Also genauso wie Bücher verbrannt wurden, werden auch Bilder zerstört und das sind dann diese großen Konflikte, wo die Menschen dann glauben, aha, wenn wir jetzt die Bilder oder die Bücher zerstören, dann können wir, sind wir mächtig und dann haben wir den Feind erledigt. Nicht? Also es ist ja ganz zynisch, was da passiert. Warum wurden Bücher verbrannt? Und Bilder, warum wurden Bilder von der Wand gerissen oder Statuen, die Gesichter eingeschlagen oder die Genitalien abgehauen. Das sind ja lauter Gegenstände, die wir immer noch mit einem gewissen magischen Bewusstsein erleben. Da ist noch gar nicht dieses klare Bewusstsein, die sagt, ja, du glaubst jetzt an diese Bilder. Bilder sind Götzen. Mhm. Woran ich jetzt als erstes denken musste, war dieses Beispiel von der Hissung der Sowjetflagge auf dem Reichstagsgebäude hier in Berlin, was ja auch später nachgestellt wurde, eben für Propagandazwecke, um Geschichte auch nochmal anders zu schreiben, wo es eben diesen konstruktiven Charakter hatte, um Macht auszuüben. Aber das andere, da stimme ich auch voll und ganz zu, dass Bilder durch ihr Machtpotenzial eben auch eine Bedrohung darstellen können und auch vielleicht Angst auslösen können und deswegen diese Bilderstürme stattfinden können, weshalb Bilder auch zensiert werden, weshalb Bilder verbannt werden, verbrannt werden. Ja. Da war ein sehr richtiges, wichtiges Wort, nämlich die Propaganda. Bilder sind so mächtig und die Menschen glauben, ich kann diesen Bildern glauben. Ne? Und das wird natürlich dann von der Macht benutzt, um die Menschen zu manipulieren. Also wir haben das in unserer Geschichte hier sehr deutlich gesehen und es passiert immer wieder, immer wieder. Und diese Bildmächtigkeit, auch wenn Despoten sich dann
präsentieren über Bilder. Ja, das sind ja immer sehr, sehr mächtige Bilder und die Menschen sind dann sehr beeinflusst von diesen mächtigen Bildern und die werden dann verehrt. Das ist doch, es ist ein altes, uns bekanntes Muster. Hm. Und das ist die Mächtigkeit der Bilder und dem können wir ruhig misstrauen. Wir sollten ihrer Oberfläche auch misstrauen und dieser Schönheit, die uns da ständig so anstrahlt und wo wir versuchen, dann dem uns anzugleichen. Und das ist zwar allgemein so weit bekannt, aber ich glaube viel zu wenig, weil deshalb ist der Film so wichtig, weil der Film wieder eine Geschichte erweitern kann vom einzelnen Bild. Einer meiner ersten Filme war ein Fotofilm, weil ich komme ja von der Fotografie und ich dachte mir, ich würde so gerne sehen oder schauen, was passiert denn, wenn die Bilder sich anfangen zu bewegen. Was ist das überhaupt? Was ist ein Schwenk, wenn ich jetzt eine Reihe von Bildern herstelle und plötzlich habe ich die Bewegung? Und das sind sehr faszinierende Phänomene über Fotografie und Film. Wurde der Film schon gezeigt hier bei der Berlinale? Lief der schon? Welcher? Fieber. Nein, wir haben am Dienstag Premiere. Okay. Und dann wird sich ja zeigen. Ja. Was erwarten Sie, wie der Film aufgenommen wird von den Zuschauern? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß, der Film ist so quer anders, ja. Und allein also diese eine Geschichte, die Szene drin, Sequenz, wo Franziska den Tätowierten begegnet. Was hat der auf seiner Haut? Bilder. Und das sind lauter, womit schmückt er sich? Das sind, er versucht sich zu stärken und er erzählt eine Geschichte. Es gibt ja berühmte Geschichten in der Literatur über die Tätowierte. Ne? Und er ist der andere und der Fremde. Und das war so schön, als Sie gesagt haben, ja, Franziska nimmt ihn praktisch an als jemanden anderes, etwas Fremdes. Und es ist sofort eine Korrespondenz, eine Empathie. Und zur gleichen Zeit verlässt eine Frau mit ihrer kleinen Tochter das Zugabteil, was es nicht erträgt, dass da etwas, jemand anderes sitzt, der sie auch ängstigt. Ne? Mhm. Und sie zerrt das Kind weg, obwohl das Kind eigentlich nur gerne weiter da sein möchte. Und er ist exhibitionistisch und er stellt etwas dar, was sie nicht einschätzen kann. Und genau da ist eben auch das Bild auf der Haut. Und der Tätowierte trägt es, um seine Geschichte zu erzählen. Woher dann der Körper noch stärker zu einem Medium wird, einfach weil der Körper durch Schrift, Bilder und so weiter eben auch was überträgt. Er wird ja selbst zu einem tragenden Medium. So ist es und er spricht auf andere Weise, auf eine sehr visuelle Weise und auf eine poetische Weise und auch, für mich ist da auch ein ganz poetischer Humor drinnen, ja, weil er kommt rein und er präsentiert sofort seine Rosen und seine Kreuze und seine Kronen, also diese ganzen Symbole, die er auf der Haut trägt. Er will eigentlich eine Freude machen, ja, und sich darstellen, also ein Selbstdarsteller. Und das wird dann nicht erkannt. Und das ist natürlich dann eine schöne Möglichkeit für die Zuschauer zu schauen, aha, was erzählt denn jetzt die Geschichte da über die Bilder? Und da bin ich eben sehr neugierig und ich weiß überhaupt nicht, wie das aufgenommen wird. Mhm. Und ich denke aber schon, dass Franziska eine wunderbare Botschafterin ist für diese ganze Bilderwelt. Und die Franzi als Mädchen, als Kind, sie ist stellvertretend. Wie wir als Kinder mit Bildern oder mit solchen befremdlichen Dingen auch umgegangen sind. Und wir haben jetzt tausend kleine Spiele und eben ganz andere Mittel als jetzt in Franzis Zeit. Das war 1952, das ist die Nachkriegszeit immer noch. Ne? Und da haben wir da auch einen vollkommen anderen Stellenwert gehabt. So wie der Vater auch sagt, so ganz naiv. Ne? Ich habe dann, er ist so stolz, dass er dann den Fotoapparat bekommen hat. Und ja, dann machen sie mal dort von diesen kriegerischen Orten, wo ich ihre Bilder, sie haben ja auch schöne Musik gemacht mit der Trompete. Und das ist so eine ganz naive Haltung. Und ich glaube, wir haben bis weit in die 80er Jahre eben eine sehr naive Haltung zu Bildern gehabt. Grundsätzlich, so gesellschaftlich auch. Und so nach und nach wird das jetzt
gedreht und aha, was ist Bild überhaupt für ein Medium? Aber jetzt verändert sich sehr unglaublich schnell durch diese ganzen digitalen Möglichkeiten und auch durch die Manipulation. Hm. Es gibt ja kein echtes Bild mehr. Das ist was. Drum die alte Fotografie, da können wir sagen, das ist noch eine echte Fotografie und das andere ist Pseudo. Hm. Das macht die Maschine, ich mache zack, es ist alles da, ich kann Polaroids herstellen, obwohl überhaupt kein Polaroid da ist, sondern es ist das Programm, was mir jetzt ein Polaroid vortäuscht. Also das ist ja auch eine Manipulation innerhalb des Mediums. Hm. Und das sind sehr interessante Geschichten. Es ist eine überwältigende Flut an Möglichkeiten, dass wir Bilder, wir werden aufgerufen, ganz viele Bilder noch machen zu können. Nicht? Ich brauche nur mehr so zu machen, das erledigt sich alles von alleine. Und das macht auch unheimlich Spaß. Also das ist, ja, Es ist nicht mehr mühsam, ein Bild zu bekommen. Ja, das stimmt. Und früher ist man stundenlang hat sich vorbereitet, zum Fotografen zu gehen und saß dann da eingezwängt in irgendwelchen Utensilien und Dekor, musste stillhalten, Sonntagskleid. Ne? Also das, was sind das für Entwicklungen? Aber wird dadurch dann nicht auch wieder die Realität dieser alten Bilder in Frage gestellt, gerade dadurch, dass sie so stark inszeniert sind? Ja, woher kam die Fotografie? Sie hat sich mit der Kunst binden wollen, das Theatralische auf der einen Seite, die Malerei, bis dann im Laufe der Entwicklung oder der Fotografiegeschichte erkannt wurde, ja, das ist ein eigenständiges Medium und es muss keine Malerei vortäuschen. Es hat eine ganz eigene Formenmöglichkeit und ich brauche mich jetzt nicht anhalten an irgendwelche Malerei, die ja auch ganz anders dann entsteht. Und das sind große Schritte innerhalb der Fotografiegeschichte gewesen. Und jetzt ist es so, dass wir 0 und 1 haben und das produziert unsere Bilderwelt. Ja, es ist was komplett anderes. Also es ist ein mathematisches Prinzip, was sich da dann visualisiert, über Symbole innerhalb der Maschine. Aber natürlich müssen wir immer noch so schauen. Und das, was heißt müssen? Wir können so schauen, zum Glück. Und dadurch unterscheidet sich dieses Bild immer noch von jedem anderen Bild. Und die Fotografie hat ihren Stellenwert und sie kann ausgebaut werden mit all diesen fantastischen Möglichkeiten, die wir haben. Ich wünsche Ihnen wunderbare Premiere. Ja, Dankeschön. Ich hoffe, dass es interessante Gespräche mit den Zuschauern danach gibt. Und ja. Ich bedanke mich herzlich für das Interview. Ja, ich danke auch. Danke.